ebenfalls guten Abend, liebe Gäste und Freunde von Tutti Frutti. Es freut mich, heute Abend hier zu sein. Es hat mich allerdings große Überwindung gekostet, mit Anschub von außen allein auf die Bühne zu kommen. Neulich war ich beim Chinesen und zum Schluss gab es einen Glückskeks. Auf dem stand etwas sinngemäß: Tu etwas, was du in deinem ganzen Leben noch nicht getan hast. Eine Frau, die aus der Pistole geschossen, konnte mir gleich in der Küche beim Spülen helfen. Na, habe ich gesagt, da steht doch im Tutti Guri, Gräschen spülen. Na, hat gesagt, wenn das schon bei den Chinesen im Glückskeks steht, dann kennst du das schon. Ermuntert haben mich allerdings auch Peter und Silvester und mein Freund Martin. Ich bin der Gräschenbäder. Ein Synonym und eine musikalische Ordensverleihung meiner Wirtshauskumpel aus längst vergangenen Jugend. Sündenzeiten für, wenn der mal spielt und was drum hat, dann hören wir nicht auf. Meine musikalische Wirtshauskarriere endete zum Glück mit einem zivilen Beruf. Familienintern und für die Nachbarschaft bin ich ein Krachmacher. Daran könnt ihr zweifelsfrei erkennen. Ich bin ein professioneller Hin- und Do-Musikant, der euch nur unterhalten will, ohne musikalische Wein und Anspruch auf Perfektion. Allerdings stehe ich unter dem Schutz der UNESCO, denn meine Lieder sind der IPI und Nobelstar. Und ich hoffe, dass ich noch keiner mit Verhalten heraus noch mit der UNESCO anlegen will. Ich beginne möchte mit zwei Musikwalzern. Mit diesem Musett bin ich quasi als Saarländer in Grenznähe zu Elsass Lothringen aufgewachsen und habe mich bis heute musikalisch beeinflusst. Thank you.
Vielen Dank für den schönen Bericht.